Nein, nein, du hörst nicht zu. Ich fahre gerade auf der 405, während wir telefonieren. Bin in 5 Minuten da. Ich komme gerade runter ins Valley. Hi, Daddy. Guten Morgen, ihr Süßen. Hi, Daddy. Mom wollte dich was fragen. Du darfst reinkommen, hat sie gesagt, anstatt anzurufen. Schön zu hören. Okay, dann halten wir uns an die Spielregeln. Ich fand, unsere letzte Sitzung ist gut gelaufen, oder? Unsere Zeit ist um. Wieso können wir nicht darüber reden? Beim nächsten Mal. Die Zeit ist um, ich weiß. Aber wir bezahlen genug Geld. Ich verlange 2 Minuten. Vielen Dank, danke. Ben, wir haben ein Problem. Ein ernstes Problem. Hat er den Final Cut? Ich nehme ihn den Film weg und schneide ihn selber um. Es wird schon, das ist das Jetlag. Ich kümmere mich drum, okay? Raus damit. Das glaubst du nicht, er ist fett. Bruce Willis hat Übergewicht. Und einen Grizzly Adams Bart. Wenn dieser Kerl sich nicht rasiert und nicht wie ein Hauptdarsteller aussieht, dann verklagen wir dich, verstanden? Ach, Sidney, ich bitte dich. Der Zuschauer will erkennen, dass du es bist. Was willst du damit sagen? Dass sie mich nicht wiedererkennen würden? Oh, wo ist Bruce hin? Ah, sieh nur, da ist er. Ich sehe ihn, das ist der Typ mit dem Bart. Ja, wieso stecken wir nicht deine übertrieben hohe Gas in dem Roten Kreuz? Mir tut das weh. Dir tut das weh? Ich würde gerne wissen, ob noch jemand außer dir in unserem alten Bett schläft. Was? Wanda S. Thompson hat mir einmal gesagt, das Filmgeschäft ist eine hirnlose und grausame Geldmaschine. Da laufen Zuhälter und Diebe frei herum. Und gute Menschen gehen vor die Hunde. Er fügte noch hinzu, es hat auch negative Seiten. Je tiefer wir graben, umso besser werden sie sich fühlen mit dieser Entscheidung. Und sie werden nie wieder zusammen sein wollen. Mhm.